Grüß euch Gott. Wir alle wissen ja nun schon lange, dass beim Meister Eder in der Werkstatt das kleine Pumuckelbett steht und die Schaukel unterm Regal an der Wand hängt. Aber es gibt immer wieder Kunden vom Meister Eder, die das nicht wissen und sich deshalb wundern und glauben, dass der Schreinermeister ein recht verspielter alter Herr ist. Die Frau Kunert gehört zu diesen Kunden. Und weil sie nun verspielte Menschen für besonders nette Menschen hält, hat sie dem Meister Eder da eine Sache eingebrockt, die ihn recht in Verlegenheit gebracht hat. Aber fangen wir beim Anfang an. Also, die Frau Kunert kam in die Werkstatt. Grüß Gott, Herr Eder. Ja, grüß Gott, Frau Kunert. Was führt Sie denn zu mir, hä? Mein Herr Eder, ja? Ich bräuchte halt wieder einmal was. So? Haben Sie viel zu tun? Na, unser einer hat allerweil viel zu tun. Aber wenn's nicht pressiert, na geht's schon. Na, was ist denn? Hm? Ich bräuchte so einen Schuhschrank, aha, wissen Sie? Ja. Aber er müsste halt ganz genau in der Größe reinpassen, zwischen zwei andere Kasteln, sodass man gar nicht wegkommt. Ah, ja. Ich meine, in der Größe und so. Freilich? Mein Mann, der hat mir die Maße ganz genau aufgeschrieben. Da, das wären's. Aha. Ja, mei. Na, 8 Wochen dauert's schon, bis ich dazukomme. Na ja, macht nix. Hab ich jetzt so lang ohne das Kastel gelebt, nachher halt es 8 Wochen auch noch aus. Das sag ich ja. Sie? Ja? Was haben's denn da nicht? Da? Das ist ja ein Puppenbettel. Oh, das ist es aber nicht. Haben Sie es selber gemacht? Ja, schon. Ja, dass Sie noch zu sowas kommen. Nein, das ist, wissen Sie das, das ist halt eine Spielerei. War das ein Modell für ein Bauernbett? Ja. Mei, die Schaukel da, ja, das ist ja eine richtige Schiffsschaukel. Das war aber kein Modell, was? Nein, das war für wie sag ich denn gleich, ja, für eine Puppen, für mein Nichterl. Sie, ja? Wissen Sie, was ich glaub? Was? Dass Sie recht ein verspielter Mensch sind. Ich? Wo, gell? Okay. Da brauchen Sie ja doch gar nicht genieren. Nein. Ich mag auch so kleine Spielsachen für mein Leben gern. Ist wahr? Ja, Sie, wie wir noch einen Heimgarten gehabt haben, ja, da haben wir eine Ecken gehabt, da haben wir Zwerge reingestellt. So? Und einen Teich mit Fisch, ja, und ein Windmühl. Nein. Sie, das war fein nicht, ja, so das glaube ich. Ja, das, ja, war mir das Liebste vom ganzen Garten. Na, was Sie nicht sagen. Ja, ich geniere mich gar nicht, dass ich sowas zugebe. Und Sie waren ganz genauso, das weiß ich. Ja, ja, Zwergerln sind was Nettes. Oh. Ah, erschrecken Sie nicht. Das passiert bei mir dauernd, dass was runterfällt. Wenn mein Pumuckl was nicht passt, dann schmeißt der was runter. Wenn wem was nicht passt? Meinem Hauskobold, wissen Sie? Ein Hauskobold haben Sie? Ja. Ja, was Sie nicht sagen. Freilich. Sie haben einen Humor, Herr Eder, das gefällt mir. Na ja. Aber was ich sagen will, ja, was? Wo Sie doch so einen Spaß am Spielen haben. Ich? Und sozusagen als Gesellschaft für Ihren Hauskobold, ja, da konnte ich Ihnen einen von meinen Gartenzwergen schenken. Was? Die stehen bei mir im Speicher. Nein. Es ist direkt schade drum. Nein, ein Zwergerl kann ich keine aufstellen da herin. Doch nicht da herin. Ja, wo dann? Wenn Ihre Blumenkästen vor Ihrem Werkstattfenster. Da darf der Zwergerl gerade so reinpassen. Nein, lieber nicht. Sie, die sind aber wirklich nett, die ich hab. Sie, ich bringe Ihnen den mit dem Schubkarren. Was? Nein, wirklich nicht. Also, das geht nicht, Frau Kunert. Warum denn nicht? Nein. Was für andere Geschäftsleute Schaufenster ist, das sind für Sie die Blumenkästen mit dem Gartenzwerg. Ja, freilich. Nein, Frau. Ich bin gleich wieder da. Ja, aber Frau Kunert! Ja, Zwergerl sind was Nettes. Liebe Frau Kunert, Gartenzwerge sind was besonders Nettes. Heinzelmännchen sind das Allernetteste. Was ist denn los? Dummes Zeug, albernes Zeug. Pumuckl. Warum sagst du das nicht? Du weißt doch, dass ich Heinzelmännchen und all das Zeug nicht mag. Am Ende glaubst du vielleicht, ich wäre selber ein Heinzelmann. Nein, das glaube ich bestimmt nicht. Denn Heinzelmännchen sind fleißig und du bist faul. Ja, eben. Und Heinzelmännchen räumen auf und du... Ich bin was ja auch ein Klabauter. Was hast denn du wieder getan? Was? Nuntergeschmissen hast alles Mögliche. Die selbstgefälligste jetzt nein, auf, gell? Nein, das tue ich nicht. Was? Das,
tue ich, im Gegenteil. Und einen Schubkarren hat er in der Hand. Ja? Einen Schubkarren. Also so einen Schubschmarren, so einen Schubkarren. Also pass auf, ich kann doch die gute alte Frau Kunert nicht beleidigen. Warum denn nicht? Sie meint es mir doch bloß gut. Sie will mir doch bloß eine Freude machen. Eine was machen? Eine was machen? Eine Freude? Ein anständiger Schreiner lässt sich keine Freude machen mit etwas, was der Pumuckl nicht ausstehen kann. Jetzt hör auf. Das ist ja genauso, als würde man einen Menschen, einen ausgestopften Affen vor das Fenster stellen und doch sagen, das wäre er selbst. Jawohl. Jetzt halt dich aber zurück. Du vergisst immer. Ich vergiss gar nichts. Doch, du vergisst Folgendes. Bitte höre mir zu. Ja, du vergisst, dass ich von dem uralten Geschlecht der Klabautermänner. Ja, das habe ich nicht vergessen. Das sind vornehme Kobolde, die das Geschick der Segelschiffe bewachten, lenkten, die in Sturm und Wind. Die in Sturm und Wind. Ja, das hast du schon mal gesagt. In Sturm, lass mich doch ausreden. In Sturm und Wind und auf Meereswellen und Meereswogen gewogt haben, während die Heinzelmännchen ein emsiges Landpack waren. Jawohl, Fußgänger waren das. Emsig, niedrig, untertänig. Also jetzt, da fang dich wieder, gell? Gartenzwerg gibt's ja gar nicht wirklich. Die sind bloß ein Spaß von den Menschen. Aber trotzdem. Ja, freilich. Psst. Still. Die Frau Brunner kommt. Da ist er. Ja. Ist der nicht lieb? Ja, ja. Wie der lacht, der Gartenzwerg unter seiner Mütze. Mhm. Da unten, wissen Sie, da unten ist ein bisschen das Eck weggebrochen. Aber das sieht man nicht. Nein, bin ich nicht genau. Was sagen Sie jetzt? Ja, ist doch schade, wenn der bei mir im Speicher drum steht. Ja. Wo er bei einer so ein schönes Platzl hat. Mhm. Gefällt er einer? Ja, also lachen tut er wirklich freundlich. Warte, ich schnell rein vor das Fenster raus. Der ist in der Kreis genau richtig. Kommen Sie doch raus, Herr Eder. Das schaut verlieb aus. Ja, freilich. Lustig schaut schon aus. Aber was denken denn die Leute von mir? Dass Sie uns ihm für einen Spaß haben. Wissen Sie, das ist jetzt Ihr Buwackel, oder wie Sie vorhin gesagt haben. Den werde ich hinunterwerfen, den lieben netten Spaß. Ich werde diesen... Also, ich muss jetzt weiter. In 14 Tagen komme ich wieder wegen dem Schuhkastel. Wiederschauen, Herr Eder. Ja, wiederschauen, Frau Kunert, ja. Und vielen Dank, gell. Lass die Tür auf! Ich muss hinaus! Ich werf den dummen Kerl vom Fensterbrett! Lass mich! Da geblieben! Ich beiße, lass mich aus! Jetzt führ dich doch nicht so auf! Lass doch die Kirche beim Dorf! Was Kirche? Tut dir denn das Zwergerl schon? Das ärgert mich! Jetzt pass auf! Frau Kunert ist eine alte Kundin und hat mir schon viel Kundschaft zugebracht. Schau nur! Er lacht doch wirklich freundlich unter seiner Zipfelmütze raus. Unter seiner Zipfelmütze, einer Zipfelmütze. Was Dummeres kann man überhaupt nicht auf dem Kopf haben. Und was hat er da unten und unter dem Mund? Was ist denn das? Unter dem Mund, das ist ein Bart. Ein Bart. Wenn man so klein ist, hat man überhaupt keinen Bart. Ja, Bärte sind überhaupt das Allerletzte, was man haben kann. Ach, und der Bart da, der sieht ja aus wie ein gefrorener Wasserfall. Ja, und wen schon? Kannst du dir doch gleich sehen. Ich glaube, fast der gefällt dir wirklich, der widerliche Zwerg. Ich weiß schon, du hättest lieber einen Gartenzwerg als einen Kobold. Nein. Aber ich kann ja schließlich auch nichts dafür, dass ich ein Kobold bin und kein Gartenzwerg. Aber ich mag dich und doch. Ich werde auch nie so geschleckt ausschauen wie so ein blöder Wicht. Aber ich werde dafür auch nicht in Scherben gehen. Jawohl. Und der da draußen, der geht in Scherben. Und zwar bald. So wahr ich Pumuckl heiße und aus dem Geschlecht der Klabauter komme. Wenn ich was runterschmeiße, so ist das der Wicht, der dann zerbricht. Aber jetzt, Pflicht zerbricht, Wicht zerbricht, ist die Pflicht. Sei stark. Jetzt kommt wer. Wenn der zu uns kommt und die Tür aufmacht, dann werde ich hinausspringen und den Zwerg hinunterwerfen. Nein, das wär's nicht. Doch, das wär's. Daher. Lass mich aus! Daher, ich lass dich nicht aus. Ich sperr dich jetzt in das Kastel da rein, verstanden? Da kommst du nicht mehr raus. So, da lang. Ich werf da hin, alles durcheinander. Lass mich raus! Start! Lass mich start! Grüß Gott, Herr Eder. Herr Winkler, grüß Gott. Ihr Stuhl ist schon fertig. Was? Hat ja bloß das Leimen braucht. Na, das ist ja großartig. Was macht's denn? Ich will raus! Alles darf ich durch! Nix. Ich hab nur nachgedacht, ja, wie viel das macht. Das macht, sagen wir zweimal 50 Pfennig.
Was tut denn da drin so? Da drin? Ja. Tut da was? Aber ja. Na, da tut doch nichts. Ja, aber hören Sie das nicht? Nein, ich höre nichts. Das klingt doch, als wär ein Hund da drin, also, oder? Also, ich höre nichts. Da täuschen Sie sich bestimmt. Aber Sie entschuldigen es, ich muss jetzt meine Säge einschalten. 2,50 Mark gemacht. Ja. Da können Sie auf 10 Mark rausgeben. Wie bitte? Ich hab kein kleines Geld. Ach so, ja, ich kann schon rausgehen. Sie ist doch ein Hund drin. Ich bitte Sie, machen Sie den Kasten auf. Sonst mache ich ihn auf. Nein, da ist nichts drin. Nichts und niemand. Was ist nicht aufmachen, nicht aufmachen, nicht. Nicht aufmachen. Was war denn das jetzt? Jetzt ist er glücklich erlassen. Das haben wir davon. Und ich hab doch gesagt, Sie sollen da nicht aufmachen. Ja, aber ich dachte, ich müsste ein Tier retten. Okay. Aber ich sehe jetzt, dass da ja gar nichts drin ist in dem Schrank. Ja, weil er jetzt heraußen ist. Ja, wer heraußen? Der Pumuckl. Der Pumuckl? Ja. Aber ich sehe ja gar nichts. Also ich habe weder etwas rauskommen sehen, noch ist etwas drin. Überhaupt nichts. Aber mir nichts glauben. Ich habe ja doch gleich gesagt, dass nichts drin ist. Aber nein, aufmachen haben Sie müssen. Jetzt ist er heraußen. Ja, aber entschuldigen Sie, Herr Eder, wenn nichts drin war, dann kann doch auch nichts rausgekommen sein. Doch, das ist doch, da ist doch irgendwas unlogisch dran. Und Sie sagen zuerst das, was drin ist, und wenn nachher was rauskommt, sagen Sie, es war nichts drin. Also da ist doch auch was unlogisch dran, oder? Also ich bin ganz verwirrt. Ich bin wirklich, bin völlig verwirrt. Macht ja nichts. Da, jetzt nehmen Sie einen Stuhl so, und vergessen Sie es. Auf Wiederschauen, Herr Winkler, auf Wiederschauen. Ja. Und auf Wiederschauen. Ja, für deine Gott, Herr Winkler. Pumuckl! Der Gartenzwerg steht nur vorm Fenster. Da muss ich gleich hinausgehen und ihm festmachen. Herrschaftszeiten! Jetzt kommt der Herr Winkler nur mal zurück und gerade aufs Fenster zu. Ich habe ganz vergessen, mich vielmals bei Ihnen zu entschuldigen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Jetzt hat's der Pumuckl geschafft. Jetzt hat er den Zwerg runtergeschmissen. Und gerade so, als oben der Herr Winkler runtergeschmissen hätte. Jetzt habe ich auch noch das Missmut hier mit dem Stuhlfuß passiert sein. Sowas. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich an den Gartenzwerg drangekommen bin. Also, Herr Eder, ich ersetze Ihnen alles. Ja, das... Also, ich glaube, ich muss einen Doktor aufsuchen. Lassen Sie es. Lassen Sie es, Herr Winkler. Ich bin ja froh, dass er hier ist, der Gartenzwerg. Jetzt ist wenigstens eine Ruhe. Wirklich, ging es jetzt heim, Herr Winkler. Glauben Sie mir, Sie brauchen keinen Arzt. Ja? Ja, nein, ging es nur, Herr Winkler. Dann beruhigen Sie ihn. Dann also auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen, Herr Winkler, Wiederschauen. sowas. Da liegt der dumme Gartenzwerg, die Scherben sind Pumuckl-Zwerg. Herr Winkler glaubt, es war der Fuß vom Stuhl, der ihn hinunterstoß. Pumuckl ist jetzt voll des Glücks, der Zwerg ist jetzt in 1000 Stücks. Sein schönes Gedicht, nicht wahr? Das ist das Gedicht eines Siegers über einen Gartenzwerg. Also sag bitte sofort, dass das Gedicht sehr schön ist. Ich sag überhaupt nichts. Warum? Mit dir hat man bloß allerweil Ärger. Wieso? Jetzt darf ich da die Scherben zusammenkehren. Der liebe, ordentliche Pumuckl hilft dir dabei mit Vergnügen. Weißt du, ich habe ja neulich Ordnung gelernt, oder? Und diese Ordnung, die wollen wir jetzt fein säuberlich anwenden. Also Gartenzwergscherben liebe ich nämlich ganz besonders. Also jetzt geh weg da, sonst kehre ich die mit drauf. Halt! Nicht den Schubkarren wegkehren, der ist nämlich noch ganz. Mhm. Der ist ja aus Holz, weißt du, und der hat richtige Räder. Da kann sich ja der Pumuckl hineinsetzen und du kannst mich dann schieben. Ja, freilich, ich bin doch nicht krank. Jetzt schieb mal. Zuerst ärgerst mich, nachher darf er die umeinander schieben. Ach so. Das sehe ich ein. Also, weißt du, bis du dich ausgeärgert hast, muss ich halt den Schubkarren selber schieben. Ja. Also, ich tue ein Stück Gartenzwerg hinein und dann schiebe ich ihn auf deine Schaufel. Ja, freilich, umständlicher geht's nicht. Nein, umständlicher geht's jetzt nicht mehr. Also, geh zu. Ich kann mich da jetzt nicht stundenlang aufhalten. Wenn man ungehalten sein kann, dann kann man auch aufgehalten sein. Aber der Pumuckl hat durchgehalten und den Gartenzwerg weggehalten. Und jetzt will ich dir was sagen. Ja. Weißt du, wie du jetzt ausschaust mit dem Schubkarren? Nein. Genau wie ein Gartenzwerg. Das hat aber jetzt gesessen.
So einen Sprung habe ich den Pumuckl schon lang nicht mehr machen sehen. Ja, da hat der Meister Eder doch wieder lachen müssen. So geht's ihm immer. Und ehrlich gesagt, er war auch ganz froh, dass der Gartenzwerg nicht mehr zwischen den Geranien saß. Hat schon ein bisschen albern ausgesehen. Aber die Freude dauerte nicht lange. Am nächsten Tag ist nämlich zufällig die Frau Kunert in den Hof gekommen. Und weil sie schon da war, wollte sie auch ihren Gartenzwerg besichtigen. Als sie ihn aber weit und breit nirgends entdeckte, ist sie zum Meister Eder in die Werkstatt gegangen. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß Gott, Frau Kunert. Gerade komme ich zufällig vorbei. Ja. Aber sonst ist sicher mein Gartenzwerg gar nirgends. Ja, mei, Frau Kunert, da ist was passiert. So saudumm ist das schon zugegangen. Also wissen Sie, gestern, da hat ein Herr einen Stuhl abgeholt und hat noch mal was zum Fenster reinsagen wollen. Und dabei ist er mit dem Stuhl versehentlich an den Zwerg gekommen und drunten war er. Was? Der ist kaputt gegangen. Ja, also es tut mir wirklich leid. Das ist aber ein ewiger Jammer. Ja, bloß nur ein Schubkarrel ist übrig geblieben. Aber wenn Sie meinen, nachher ersetze ich's Ihnen. Gingen Sie zu. Reden Sie doch keinen Unsinn. Doch, ich ersetze Ihnen. Der ist ja bloß auf dem Speicher bei mir rumgestanden. Ja. Mein Mann wollte ihn schon wegwerfen. Außerdem haben wir noch einen. Noch einen? Der Gartenzwerg ist genauso groß, wie der da gewesen ist. So? Bloß hat er statt einen Schubkarren eine Angel in der Hand. Eine Angel? Wissen Sie was? Den bringe ich Ihnen. Nein, wirklich nicht. Frau Kunert. Ziehen Sie ihn nicht lang. Nein, Sie... Ich muss sowieso heute noch auf den Speicher. Das kann ich doch nicht verlangen. Und ich bringe ihn dann vorbei. Also wissen Sie, Frau... Also bis später, Herr Eder. Also, Frau Kunert... Oh mein. Sag mal, habe ich da recht und ganz richtig mit meinen zwei angewachsenen Ohren gehört? Bringt die wirklich einen neuen? Ja, wirklich. Gartenzwerge, Scharbenberge. Lauter Scharbenberge macht der Pumuckl aus Gartenzwerge. Jawohl, lauter Scharbenberge aus den Gartenzwergen. Und es hat wirklich nicht lange gedauert, da hat die Frau Kunert ihren zweiten Gartenzwerg gebracht. Einen mit einer Angel. Und sie hat ihn wieder zwischen die Geranien gesetzt. Kaum war sie weg, da hat der Meister Eder den Pumuckl gepackt und ihn vor sich hingestellt und ihm eine richtige Rede gehalten. Also Pumuckl, jetzt hör mal gut zu. Ja, ich hör gut zu. Man kann nicht einfach auf der Welt immer alles, was einem nicht passt, einfach kaputt machen. Warum denn? Wo kommen denn wir da hin? Man kann auch nicht jemand, der einem eine Freude machen will, einfach ins Gesicht sagen, bleib mit deiner Freudmacherei vom Hals. Es ist halt einmal so, dass dem einen was gefällt, was dem anderen überhaupt nicht gefällt. Man muss jeden nach seiner Fasson selig werden lassen. So, und du bist mit dem Gartenzwerg auf deine Fasson selig? Nein, nicht, aber... Bin ich auf meine Fasson selig? Nein, aber die Frau Kunert... Sind das deine Geranien oder die von der Frau Kunert? Ja, freilich sind's die meinen, aber... Wen hast du lieber, die Frau Kunert oder mich? Ja, dich was natürlich, was ist dir lieber, aber... ob die Frau Kunert gekränkt wird oder ich? Ich meine, wenn du schon mich lieber hast, dann... Na, was heißt denn da kränken? Ich will dich natürlich nicht kränken, aber schau... Kein Aber mehr. Genug von der Aberei. Wenn alles so ist, wie du sagst, dann kann ich den Gartenzwerg jetzt getrost hinunterwerfen. Also bitte lass mich jetzt los. Na, wenn du so nicht einsiehst, dann muss ich mir eben anders helfen. Ja, bitteschön. Der Schnur da bind ich jetzt den Gartenzwerg am Fensterstock fest. Dann kannst du machen, was du willst. Dann kannst du ihn ja gar nicht mehr runterwerfen. Doch, nämlich währenddem du ihn anbindest, werfe ich ihn nämlich schon runter. Na, Freundl, das tust du nicht. Denn ich hab nicht nur ein Schnürl da, sondern zwei. Und mit dem zweiten, da binde ich dich so lange da am Schraubstock fest, bis ich draußen den Gartenzwerg festbunden habe. Verstanden? Nein. Und zwar machen wir das gleich. So. Nein, da geh nur her. Lass mich los. Ich kann mich ja gar nicht mehr rühren. Oh. Nein, du brauchst ja nicht rühren. Die nächsten 5 Minuten so und das hätten wir. Das ist eine Koboldsschmach und eine Koboldsschande. Ich will weg da. Gleich darfst du wieder weg. So, ich hab ihn gleich festgebunden. Wo will ich denn da die Schnur rum? Da um den Haken. Da sieht man es nicht so. Und von da spanne ich die Schnur darüber. Und wenn ich jetzt den Gartenzwerg... Kreuz, Birnbaum und Holstein. Ja, wie darfst du denn das geben? Pumuckl, der hat
Na? War das, der ist ja noch runtergefallen ist? War das vielleicht der Gartenzwerg? Ah ja, und der ist mir selber ausgerutscht. Mir selber ist er ausgerutscht. Gerade wie ich ihn anbinden wollte. Ja, sowas. Ja, darf denn das sein? Ja, das darf, also, das darf, das darf. Also und du darfst mich wieder losbinden. Ja. Du darfst mich nicht schimpfen. Nein. Und du darfst dich selber bei der Nase nehmen. Und ich darf dir großmütig verzeihen, weil du ihn selber hinuntergeworfen hast. Verzeihe ich dir, dass du den Pumuckl, also den Pumuckl, der also ein Nachkomme der Klabauter ist, auf unwürdige Weise festgebunden hast. Ja, also komm her. So. Also bind mir die wieder los. Ja. Zwischen den Geranien, hier und auch in Spanien, fällt, du wirst's kaum ahnen, jeder Zwerg hinunter, hinunter, futsch kaputt, fertig aus, Klingbum, also Scherben. Also jetzt geh, hör auf, holt mir lieber die Scherben zusammen. Ja, mit großem Vergnügen, ich bin mit einer großen Vorliebe damit beschäftigt. Ja. So. So, oh, guck mal, die Angel ist noch ganz. Ja, die kann ich nämlich brauchen. Ja, also, pass auf, ich werde mich nie mehr bücken, sondern alles, was hinunterfällt, das werde ich nur noch heraufangeln. Ja, freilich, weil du so weit runter hast, wenn du die bückst. Komm bitte, kehr etwas langsamer. Das sind ja die schönsten Scherben, die es da gibt. Das sind zum Beispiel, guck mal, hier, guck mal, die Scherben vom letzten Gartenzwerg, den die Frau Kunert hatte. Wie schön. Herr Eder? Ja. Grüß Gott. Der Herr Winkler, ja, was führt denn Sie zu mir? Ja, mein schlechtes Gewissen. Was? Es hat mir so leid getan, dass ich Ihren Gartenzwerg kaputt gemacht habe. Da habe ich einen neuen besorgt. Was? Ich habe zwar keinen mit einem Schubkarren bekommen, aber dafür einen hier mit einer Laterne. Laterne? Und ich hoffe. Was? Was war denn das jetzt? Das? Das war der. Das muss. Ah, das ist aus dem Vorderhaus gekommen. Wie? Ja, da werden wohl Kinder spielen und so schreien, wissen Sie, ja. Das ging mir ja durch Mark und Knochen. Ah, Mira, glauben Sie mir's, Mira. Also sagt doch selbst, ist das nicht zum aus der Haut fahren? Noch ein Gartenzwerg. Diesmal mit einer Laterne, die man an eine Taschenlampenbatterie anschließen kann und die dann echt leuchtet. Nachdem der Herr Winkler sich von dem Schreck über den Pumuckl-Entsetzensschrei einigermaßen erholt hatte, sah er die Schnur, die der Herr Eder ja für den vorhergehenden Gartenzwerg schon am Fensterpfosten befestigt hatte, und meinte lächelnd: Ich binde ihn gleich fest, wissen Sie, für Kunden wie mich, die nicht Acht geben und alles gleich runterwerfen. Und so ist es gekommen, dass der dritte Gartenzwerg fest angebunden war, als der Pumuckl sich wieder blicken ließ. Der Meister Eder und sein Pumuckl sind in der Werkstatt gestanden und haben von Zeit zu Zeit wortlos auf den Zwerg mit der Laterne geschaut. Und von Zeit zu Zeit hat der Meister Eder den Kopf geschüttelt und von Zeit zu Zeit der Pumuckl geseufzt. Es war einfach zu viel, selbst für den Zorn vom Pumuckl. Außerdem hatte der kleine Kerl allmählich begonnen, sich im wahrsten Sinn des Wortes brennend für die Laterne zu interessieren. Ob sie wirklich brannte, so wie die großen Lichter von den großen Menschen? Und als es dämmerig wurde, hat er ganz vorsichtig gefragt. Ob das vielleicht schön ist, wenn die Laterne brennt? Nein, das... Dann sind doch alle grünen Blätter sind dann alle beleuchtet, gell? Ja, freilich. Kannst du dich die Laterne mal anzünden? Ja, wenn man so eine Taschenbatterie anschließt, freilich. Hast du vielleicht so eine Laschenpapperie? Ja, schon. Ja, dann könntest du sie ja mal anzünden. Gell? Wer weiß, was du dann wieder anstellst. Und wenn ich ganz bestimmt nichts anstelle? Na ja, mei. Probieren können wir es ja. Ja, probieren geht über. Und der Herr Eder hat das Laternchen tatsächlich angezündet. Es hat wirklich sehr malerisch ausgesehen, wie es so zwischen den Blättern leuchtete. Beide sind eine Weile davor gestanden, haben es beguckt, und dann hat der Pumuckl gemeint: Ui, das sieht aus wie Sommernacht und Leuchtkäfer. Schön, ja. Ich mag Sommernacht und Leuchtkäfer. So? Soll ich mich mal unter die Laterne setzen? Ob ich ins Morgens? Das ist ein Koboldslicht. Das ist ein richtiges Koboldslicht. Aber der Gartenzwerg hängt drum. Weißt du, den sehe ich ja eigentlich gar nicht. Nur der rote und der grüne Lack.
glitzert. Aha. Das glitzert mir recht angenehm. Ja. Du, das ist ein Licht zum Dichten. Weißt du, das ist fast wie ein Dichterlicht, ein Pumuckl-Dichtergelichte. Pass mal auf. Moment mal. Um die Wette mit den Sternen leuchten in der Nacht Laternen. Aha. Wird die Welt dann voller Lichter, wird Pumuckl ein großer Dichter. Nicht schlecht. Nachher kann ich auch aufgehen und das Abendessen herrichten. Ja, geh nur zu. Ich sitze unter der Laterne und dichte noch ein bisschen. Zweiter Vers. Gartenzwerge sind nicht übel, sind als Scherben sie im Kübel. Wenn sie aber Lichter tragen, verbreiten sie durchaus Behagen. Ui, 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 bin ich heute gut. Ich müsste ja fast noch einen. Du, schau, was leuchtet dort beim Eder? Ich sehe was vom Kinder. Fenster steht. Gehen wir mal hin. Um diese Abendstunde, die müsste eigentlich auch schon längst im Bett sein. Ui, schau, wie nett. Ein Gartenzwergel mit einer Laterne. Mal pfundig. Leuchtet es elektrisch oder mit einer Batterie? Na, mit einer Batterie leuchtet. Ich nicht. Heb mir einmal hinauf. Na, du bist nicht schwer. Angeln halt runter. Das geht nicht. Der ist obunten. Da hast du mein Taschenmesser. Mach das Bandel weg. Na, das darf man doch nicht. Aber da ist ja bloß ein einfacher Knopf drin. Den bring ich auf. Hopp schon. Kannst du ihn runterheben? Ja. Hui. Komm, saß mir das jetzt mal. Oh, 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 der... Der schöne Gartenzwerg. Was ist denn jetzt? Was gibt's denn? Hast du ihn jetzt glücklich runtergeschmissen? Nein, das war ich nicht. Ich hab gedichtet und war so froh. Und jetzt ist er hin, mein schöner Gartenzwerg. Ja, wie denn das? Weil da zwei Buben waren da. Sie wollten ihn bloß bewundern und anschauen und... Warum bin ich denen nicht nachgelaufen? Warum habe ich sie nicht wenigstens zum Stolpern gebracht? Ich war ganz stocksteif vor Schreck. So. Aber wenn ich die wiedersehe, dann... Ja. Man kann doch nicht einfach Gartenzwerge kaputt machen. Geh, okay. Das ist mir aber neu. Zuerst hast du es nämlich ganz gut kennen. Ja, zuerst war das ja auch was ganz anderes. Da hab ich sie ja nicht leiden können. Aber den da, den konnte ich leiden. So. Und vor allem die Laterne. Aha. Und wenn ich was leiden kann, dann darf man nicht... Du darfst also. Die anderen nicht. Nein. Kobolde unterscheiden sich in ihrer Einstellung also kein bisschen von den Menschen. Ja, aber die Laterne ist ja noch ganz. Schau mal, die Laterne ist noch ganz. Ja, pfei, groß. Hol die Laterne. Ja, ich sieg schon. Weißt du was, Pumuckl? Ja. Die machen wir jetzt über dein Bettel. Dann hast du genau wie ich dein eigenes Nachttischlamperl. Oh. Gell? Mein eigenes Nachttischlamperl. Ja, so sind die zwei zwar alle Gartenzwerge losgeworden, der Pumuckl aber ist um eine Laterne reicher geworden. Was sage ich? Nicht nur um eine Laterne, sondern auch um einen Schubkarren und um eine Angel. Also noch ein paar Stücke mehr, über die sich die Kunden von Meister Eder wundern können, wenn sie in die Werkstatt kommen. Aber das macht ja nichts. Sollen sich die Leute nur wundern, wenn die erst wüssten, dass es dort einen Pumuckl gibt. Aber wir verraten ja nichts. Oder? Und wie die Geschichte weitergeht, das erfahrt ihr das nächste Mal. Also, auf Wiederhören. Ihr wollt mehr? Dann hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast. Sabine Irmingard Anneliese Müller wird von ihrem Vater Wumme genannt, weil sie als kleines Kind statt Warum immer nur Wumm gesagt hat. Geschichten für Kinder gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.